Willkommen zu einer neuen Runde Meta-Matches mit Skystriker. Nach einer kleinen technischen Panne haben wir jetzt unseren Gegner namens Ragnarok. Der anfangen will, ja. Der darf sich Vollstoff gönnen. Bis auf die Ash. Ach, hi. Das mit der Ash könnte knifflig werden und das mit dem Gönnen auch. Also für uns. Ja, zu blöd, dass man das nicht ashen kann. Was ist das eigentlich, dass wir die ganze Zeit gegen Alter, dass wir ständig gegen Altergeist geraten, wenn wir Striker spielen? Ja, ist ein unpraktisches Matchup. Ich will nichts sagen, aber ich würde das an der Stelle gerne schieben. Wieso haben wir drei Nibirus? Lass das schieben. Ja, mach was wie gestern. Blöd. Ja, durchaus. Aber wenigstens war es eher. Also das wäre auch knifflig geworden, wenn wir was Ordentliches gezogen hätten, aber ja. Okay. Auf jeden Fall drei Nibirus raus. Ja, ja, wir wollen die Jamming Waves haben. Und wir wollen die Only Ones haben. Er hätte wahrscheinlich anfangen wollen, wieder, weil er nicht weiß, was wir spielen. Ja, wir wollen die Only Ones haben und wir wollen die Mourners nicht haben. Der Rest passt, glaube ich. Nein, 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 nein. Die Mine wollen wir nicht haben. Und also dafür auf jeden Fall eine Crow. Die Frage ist jetzt, ob wir noch irgendwas cutten wollen für eine Crow oder eher nicht. Also ob Veiler besser ist oder Crow. Aber da bin ich mir ehrlich unsicher. Ich glaube, wir können es so lassen. Dann darf er wieder anfangen. Klar. Das würde gerne sowas von der Ash kassieren. Es war ein bisschen schade, dass es nur ein extra Guns war, aber trotzdem ein gutes Target. Also der Profi hätte jetzt eine Melosieg oder eine Marionette. Hat er vorhin. Dafür hat er keine Extravaganz gehabt. Und wir hätten vorhin die Ash gehabt. Ja, der Profi hat ja beides. Der hat nicht mal. Okay, er könnte noch Faker haben. Also Spoofing. Ja, Spoofing und Protokoll sind auch ein Faker. Wir können Terraforming machen, wobei er hat keine Ash. Wir können sowas von Terraforming machen. Also, ja, können wir sowieso, aber. Also, wir müssen jetzt hier nicht um, Ash rumspielen, weil er hat offensichtlich keine. Das ist richtig. Dann weiß er genau jetzt, was wir haben. Jetzt, was wir haben. Mhm. Ja, das wusste er auch schon vorher. Wir haben ihn Second geschickt. Ja, weil es kein anderes Deck gibt, das Second gehen will. Ja, gehen wir eigentlich davon aus, dass er ein Judgment hat, weil er 4 gesetzt hat, obwohl wir ihn First geschickt haben. Lass mal lieber davon ausgehen. Okay, wir gehen von der Arbeitshypothese aus, dass er ein Judgment hat. Dann machen wir Area Zero, setzen mal so ein Blödsinn runter. Genau. Also machen wir Area Zero, setzen ein Blödsinn runter. Ich wäre für. Okay, wir dürfen. Ich wäre für. Wir können eigentlich. Wir können den Anker runtersetzen. Imper macht den gleichen Job und hat eine Upside. Nämlich, dass wir es ja immer machen können. Ja, vor allem, dass wir damit Floodgates abschalten können. So, ja, tschüss Anker. Hoffentlich tschüss Anker. Also ja, hoffentlich tschüss Anker. Wenn nicht, müssen wir halt in den Pod gucken. Mhm. Okay, tschüss Anker. Ja, wir hätten gerne mal den Burner. Der tut potenziell mehr als die Kanone. Im Moment machen beide noch nichts. Richtig, dann gucken wir jetzt mal in den Topf und hoffen aufs Beste. Judgment? Judgment. Excellent.
Arbeitshypothese bestätigt. Haben wir noch eine Ray? Ja, eine. Großartig. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir Cycle? Nein, wir setzen Cycle nicht. Nur Permanenz setzen. Auch die nicht, weil die wollen wir vielleicht gegenüber von einem Floodgate setzen. Und wir wissen noch nicht, was wo liegt. Genau. Solange das Einzige, kann... wo wir Permanenz für den nächsten Zug haben wollen, ist, wenn er genau Marionetta von oben nachzieht. Also go. Weil wenn er Spoofing hat, dann dreht er das in der Endphase um und dann erwischen wir ihn mit Cyclen. Weil jeder normale Mensch ja den Cyclen runtergesetzt hätte. Wenn er ihn gehabt hätte. Zifix! Du hast es callen müssen, ne? Ja. Aber hilft ja jetzt nichts, oder? Nee, ist nur mal wieder fucking typisch. Ja. Ja, dann hat er jetzt halt ein Protokoll, das ist dann jetzt halt so. Ich meine, wir haben Cosmic Cycle. Auch nicht. Ja, das lässt sich jetzt irgendwie auch nicht vermeiden. Es ist sehr ärgerlich, ja, aber es lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ach hey. Huh! Ja, nice. Normal Summon Rave. Dann normeln wir die, bauen eine Hayate und hauen ihm aufs Maul. Und du hast sogar schon 3 Spells im Friedhof. Ja. Wir könnten auch direkte Kagari bauen und versuchen ihn über die Marionette und versuchen über die Marionette drüber zu stampfen. Damit er schon mal weg ist. Ja, ich glaube, da wäre ich sogar dafür. Ja, und wenn Kagari stirbt, kommt die Ray wieder und dann können wir immer noch eine Hayate holen. Genau. Wir können jetzt nur leider nicht den Area Zero Ray plus 1 machen, weil das fängt sich ein Protokoll. Ja. Und dafür will ich den Cycland nicht verbraten, den brauchen wir noch. Obviously Kagari natürlich nicht aktivieren. Natürlich aktivieren wir die. Ja gut, stimmt, wenn er so aktiviert, dann ist das Protokoll raus. Oder er hat noch einen Strike. Das ist schade. Ja, dann Afterburner und hier liegt ein Protokoll, das sterben will. Wir machen erstmal Afterburner und gucken, was passiert. Aber ja, der Strike war jetzt schade. Das Protokoll stört eigentlich null, also ich würde auf eine der anderen Sachen schießen. Und wir haben immer noch den Cosmic Cycle zur Not, wenn das Protokoll doch nerven sollte. Ja, also ich würde jetzt auf, keine Ahnung, Mitte schießen. Oh ja. Ah. Okay, dann setzen wir jetzt unsere Permanence und holzen damit Area Zero drauf. Genormelt haben wir ja leider schon. Lol. Eh nichts gefunden. Macht nichts, haben wir einen Permanent-Set. Go. Na, nächster Marionette von oben. Also die Verdeckte ist anscheinend kein Spoofing. Weil das hätte er jetzt gemacht. Weil Marionette geht, Multifaker von oben wäre nerviger. Und er hat nicht den Multimaker von oben. Das ist ein Wähler. Und wir holzen wieder auf den Permanent. Ich meine, statistisch gesehen haben wir ja ein paar Skysolger-Karten im Deck. Ja, ja. Zum Beispiel eine Rose! Ja, Mensch, die nehmen wir mit. Die wird genormelt. So, jetzt die Frage, holzen wir jetzt mit Cyclen auf die andere Verdeckte? Weil das können wir uns auf den Tod nicht leisten, dass das noch ein Strike ist. Abgesehen davon, dass wir... Nee, wir kriegen ihn nicht tot, uns. Nee, kriegen wir nicht, weil die keinen Quick-Effekt hat. Ja, ich glaube, wir holzen jetzt auf die andere Verdeckte. Also auf die, die nicht Protokoll heißt. Ja. Also sobald wir den Angriff durchkriegen, haben wir ja wieder alles, was wir... Ach was. Dodge Deadbullet. Ja. Die Rose hätte sich sowas von ein Judgment eingefangen, dass so schnell schaust du gar nicht, wie die sich ein Judgment gefangen hätte. Ja. Ja, hallo Hayate. Ja. Natürlich. Oder warte, wie viel Spells haben wir im Friedhof? Na, keine 10. Nein. Nee, 5 sind's. Hayate. Das Schöne ist, dass er ist jetzt in einem ziemlich kritischen... Der hat jetzt gerade ein bisschen überlegt. Mach mir jetzt gerade echte Sorgen, dass der Kollege als letzte Handkarte einen Multifaker hat.
Das wäre schwer ärgerlich. Ja, weil wir den nicht wählen können mit dem Protokoll. Aber er scheint keinen zu haben. So, Effekt. Ich glaube, wir legen eine Rolle rein. Ja, weil den Anker können wir uns ja gleich suchen. Dann können wir uns die nehmen. Genau, und dann... nee, der Anker ist im Grave. Echt? Stimmt, wir haben ja Area Zeroed. Aber wir haben noch eine Shark Cannon. Erstmal Kagari. Hallo Rolle. Die Shizu-Kuppel übrigens in die Rechte der beiden Zonen. Ist in einem von 150 Fällen relevant, aber ja. Dann eigentlich können wir die auch aktivieren. Ja, natürlich. Dann Ken auch direkt machen, oder? Ja. Okay. Und dann Anker runtersetzen. Okay, keine Cannon. Okay, wir haben es probiert. go. Ja. Aber das sorgt jetzt wenigstens dafür, dass wenn er eine Melusieg nachzieht, hat die keinen Attack. Stimmt, weil wir haben zu viele Spells im Friedhof. Ich glaube, wir haben 5. 6, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Mindestens 5. Gut, steht's 1-1. Okay. Und jetzt kommt das interessante Spiel. Ja, wie gestern wieder. Okay, wir brauchen die 3 Judgments nur für den Fall, dass wir aus Versehen First geschickt werden. Und abgesehen davon, zur Not tun die auch noch im zweiten Zug was. Und die Wailer fliegen. Eine Crow und 2 Wailer fliegen. Eine Crow und 2 Wailer fliegen. Auf die haben wir noch die Selene-Kombo. Gutes Argument. Wir müssen noch was rausschmeißen für einen zweiten Wailer, dass wir Selene haben. Einen Permanence vielleicht? Müssen wir Imperm rausschmeißen, ja. Hilft nix. Aber die Spells brauchen wir alle. Noch, wir brauchen alle Spells und Ashes besser als Imperm. Gut, er wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen fürs Siden, weil er jetzt ja erst überhaupt für Skystriker sided. Mhm. Oh, er fängt an. Erst aus. Okay. Macht aber nichts. Judgment is going first genauso gut wie going second. Och, Profi. Erster Zug, Ash und kein Pot. Zweiter Zug, Pot und Ash. Dritter Zug, drittes Duell, nur Pot. So. Aber wir haben auch wieder Pot. Wir also dieses daher. Mal Zugang zu Ray. Also von daher, uff. Die Frage ist, wie weit kommen wir mit Ray? Der hat schon wieder diesen Start... Ja, bei dem Start... fehlen nur noch 4 weitere Verdeckte. Das ist sehr ungeil. Braucht er gar nicht. Der outgrindet uns. Oh. Okay. Ich glaube, wir... Ich meine, das Deck in Onlyborn kann auf jeden Fall helfen. Wir können einen Haufen Sachen machen. Die Frage ist, was zuerst... Wir könnten erstmal in den Pot reingucken. Wir haben oder, Ray schon auf der Hand. Oder wir ballern. Nee, wir ballern den Pot nicht kaputt, wir müssen da reingucken. Wenn der durchkommt, ist der zu viel Plus. Mhm. Ich meine, er wird nicht durchkommen. Aber hilft ja nichts. Man muss es trotzdem versuchen. Huh! Das oh, die Rolle! Erwartet. Die Rolle! Ja! Dann aktivieren wir die mal. Also die Rolle. Die ist jetzt gut. Mal sehen, ob die sich in Judgment fängt. Nein. Nein. Dann aktivieren wir ein Field Spell. Fängt der sich in Judgment? Wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber... Nein. Aber ein Spoofing kommt. Das wiederum kann sich aber eine Ash fangen. Na, er macht's gar nicht. Nee, achso, er hat's nur mal umgedreht. Okay. Okay. Dann hat er das umgedreht. Das Spoofing fühlt sich sehr umgedreht. Ja gut, jetzt kann gar kein Jamming Wave mehr kommen. Das ist wohl richtig. Dann haben wir mal... Dann haben wir mal eine Normal Summon
Ray. Und dann ja, haben dann, wir diesmal wie es im Protokoll liegt. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt diesmal auch... Nee, Moment. Nee, warte mal, er hatte keine Ash für den Topf, ne? Richtig. Das heißt, für Effekt Multirolle, Target, Field Spell hat er auch keine... Hat er auch keine Ash. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir können den Trick machen und wenn er Protokoll macht, dann ist das okay. Nein, dann ist das nicht okay, weil dann kann der danach Faker basteln. Nur wenn er Faker hat. Stimmt. Und ich meine, es kam keiner auf Spoofing. Ah ja, stimmt, wir haben ja eine Ash. Ja, ja. Dann fuck it. Dann normeln wir jetzt die Ray und machen Spell Ray. Zero Target Ray. Und wenn er das Protokollen sollte, können wir noch eine nächste Ray holen. Haben wir schon rausgeguckt, was wir mit dem Pot verbannt haben? Nein. Okay, eine Ray. Oh. Und wir haben noch einen Wähler. Mhm. Und er sieht auch, dass wir direkt die nächste Ray holen können. Das heißt, vielleicht lässt das ja bleiben, wollte ich gerade noch gesagt haben. Okay, wer hätte jetzt auch damit rechnen können, dass er das tut? Okay. Jo. Nein! Du holst jetzt keinen Faker. Bestimmt nicht. Den wollte der sich gar nicht holen. Wir haben eine Kanone. Ja, man muss ja keine Karten verschenken. Ja, dann rolle. Ja. Effekt. Ich wollte, also wenn der dafür jetzt eine Ash gab, dann ja, hätte ich aber sämtliche existierenden Hüte vor dem gezogen. Ray. Da wir eine Ray schon haben, können wir eigentlich auch nur für eine Rose gehen. Ray ist doppelt so viel Schaden. Und ewig lange rauszögern können wir es auch nicht. Ich möchte an der Stelle anmerken, dass der Effekt von Ray once per turn ist und ach, wir ja. ihn schon aktiviert haben. Ja, okay, und ich glaube, der sagt Use und nicht Activate. Ja, Use, stimmt. Okay, dann Rose. Überredet, wa? Ja. Okay. Dann haben wir die. Und hallo, Hayate. Ja. Angriff. Ja, boing. Das Problem ist, dass wir jetzt die Dings nicht loswerden. Das Spoofing. Das okay, ist das ist ebenfalls bedauerlich, aber das ist jetzt okay. Das ist nicht so genackbrechend. Das ist okay. Nee, es stört nur ein bisschen. Andererseits, wir haben ein fucking Only One. Uns stört gar nichts, was da von der anderen Seite kommt. Oh ja, dann wird die Rolle. Das heißt, wir können sogar nochmal machen. Oder? Nee, Quatsch, können wir nicht. Angriff ist annulliert. Hier wird ja auch annulliert, der Angriff. Ja, und die Rolle zu annullieren macht voll Sinn. Ja. Ja klar, so macht's auf jeden Fall. Wir haben jetzt leider keinen Zugriff auf Burner, das ist so ein bisschen schade. Aber das wäre jetzt mega sexy, wenn wir jetzt einen Burner gehabt hätten. Haben wir schon 3 Spells? Ich weiß es nicht, aber es wäre jetzt trotzdem mega sexy, wenn wir jetzt einen gehabt hätten. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt in eine Kagari und holen den Feedspell zurück. Ja. Weil wir nichts Besseres zu tun haben. Wir haben eh noch 3 Spells im Friedhof. Ja. Und man muss das Plus ja mitnehmen, solange man es kriegen kann. Außerdem kann der Field Spell nächste Runde wieder anfangen, nach Burners und Waves zu kramen. Apropos, wie viele haben wir eigentlich welche von denen rausgeschmissen? Also hat der Pot welche von denen rausgeschmissen? Einer habe ich schon mal gesehen. Ja, eins. Okay. Okay, alles gut. Dann, wenn jetzt beide Burner raus wären, dann hätten wir jetzt ein Problem. Dann setzen wir auf jeden Fall mal 3. Dann setzen wir eine Shark Cannon, Judgment und Only One, genau. Halt! Only One dem Spoofing gegenüber, nicht dass eine Impermanenz ums Eck geflogen kommt. Aber egal. Ja gut, die braucht dann aber Setup. Ja, aber trotzdem. Ja, stimmt. Hätte nicht sein müssen. Ja, Shizuku, bitte wieder in die rechte Zone.
Oder wobei, diesmal in die linke. Diesmal weil hier linke. Liegt der ja. Ja, genau. Und er kann ja keine Runde sagen, wir drehen dann direkt in der Drawface, er kann only be one um. Nee, da warten wir, bis er zuckt. Der kann ja erst Spoofing machen, sobald wir, wenn wir es umdrehen. Sobald er was hat. Ja, er kann auch einfach so Spoofing machen, wenn wir das umdrehen. Ja, stimmt. Effekt für Burner. Dass wir den mal haben. Ja, denn Jamming Wave bringt gegen offene Karten nicht so viel. Ja, das ist richtig. So. Okay. Ja. Klar. Noch haben wir keine 5 Spells im Friedhof. Müssen wir judgen. Müssen wir. Ah! Der Melusi kam gut von oben. Ja. Ist er dann Faker? Was? Ah, Melusi muss vom Feld auf den Friedhof gelegt werden, wa? Ja, genau. Und der war nicht auf dem Feld. Also, jetzt hat er einen Faker, aber. Ja, gönn dir, Kollege. Jetzt kommt der Melusi-Such nicht. Ach, ein Faker, wer hätte damit rechnen können, ne? Mhm. Mensch. Da verdecke ich auf jeden Fall mal keinen Permanent, sonst hätte er dir die hier hingelegt. Klar. Sollte nicht wirklich stören. Natürlich stört die. Oder warte, nee, das ist eine Rivalry. Nee, das ist heißt, eine Rivalry. Weiter holig Maschinen basteln. Ja. Ja, okay, klar, gönn dir. Deswegen meine ich jetzt nicht so sehr. Und jetzt Only Be One. Dann. Denken. Oder warte, aktiviert er sich auf dem Feld nochmal oder wie funktioniert der? Er aktiviert sich auf dem Feld nochmal. Dann machen wir das, was wir jetzt nicht kommen und machen dann Only Be One. Weil wenn wir es jetzt machen, kann ja, er mit. Ja. Ja, ja genau. So. Und Only One. Floodgates hinlegen können wir auch, Kollege. Ja. Das heißt, jeder kann jetzt nur einen Monstertyp kontrollieren und nur einen Monster von diesem Typ kontrollieren. Also sprich, jeder kann nur ein Monster kontrollieren. Wir dürfen beide nicht mehr switchen. Also er darf nichts anderes basteln, wir dürfen nichts anderes basteln. So, das kann er machen, er kann trotzdem nichts holen, weil, schon, weil er, egal was er passiert, ein Monster bleibt liegen. Also, wir könnten das jetzt in der Theorie ashen. Könnten wir tatsächlich. Die Frage ist, haben wir davon einen direkten Mehrwert? Also, wenn er uns die Ash mit Protokoll negiert, dann resolvt der Faker. Und der kriegt ein Monster aufs Feld. Das heißt, wir lassen es bleiben. Weil egal, was er es holt, es ist nerviger als Kunkeri. Anzunehmen, ja. Aber wir kommen jetzt auch nicht wirklich weiter. Ja, nee, egal. Dann. Ja, stimmt. Dann. Ja, stimmt. Dann sind wir ja voll Gucci. Ja, okay. Jo. Passt. Melusieg. Ja, klar. So, wie viele Spells haben wir? Ein. Okay. Ich meine, wir müssen seinen Kunkeri nicht killen. Also doch müssen wir, weil er ein Protokoll oder gleich Spoofing machen kann. Naja, das Ding ist Once per Turn. Den Zug kann das nicht machen, aber ja, wir müssen aber wenn es diese er Runde töten. Wir müssen es diese Runde töten. Ich will darauf hinaus, dass wir können den Melusieg nicht verhindern. Was haben wir da verdeckt noch? Cannon. Okay, dann machen wir jetzt Area. Ja, auf die Cannon. Und schießen. Nee. Wir müssen aufs Only One schießen, damit wir das loswerden können und wieder switchen können. Das Only One hat ja getan, was es sollte. Es hat den Faker verhindert und seinen Zug awkward gemacht. Ja, stimmt. Jetzt stört es gerade mehr, als es hilft. Genau. Stichwort awkward.
Egal, es ist weg. Ja. Passt. Wir dürfen wieder switchen. Ein Spell haben wir. Das heißt, wir können eine Random Shark Cannon aktivieren, dann haben wir zwei. Wir können theoretisch die zweite Random Shark Cannon aktivieren, haben wir drei. Wir können den Field Spell auch ersetzen, das ist wahrscheinlich besser. Ja. Dann ersetzen wir mal den Field Spell. Jetzt haben wir zwei. Mhm. Wir können auch noch Hayate machen, dann haben wir auch drei. Ja, das ist besser. Ja. Und wenn das geprotokollt wird, dann kommt eine Ray wieder. Mhm. Ich wüsste jetzt nur gerne, ob die... Also ja, wir machen das jetzt. Ich wüsste jetzt nur gerne, ob die Hayate mitzählt. Wie mitzählt? Oh! Warte, wir dürfen den Effekt nicht aktivieren. Ob die Multiroll mitzählt, während sie annulliert ist. Ach so. Aber ist ja egal. Aber wir dürfen den Effekt nicht aktivieren. Aber wenn er das negiert, dann kriegen wir keine Raids. Doch, wir kriegen natürlich eine Raid zurück. Die wurde euch jetzt beschworen. Das sind nur bei Judgments nicht. Ja, aber wir können die Raider nicht mehr weglegen. Rivalry. Ja, aber Race-Effekt müsste gehen, oder? Race-Effekt geht, aber wir können die Raider nicht mehr weglegen. Was bedeutet, wir können keine Striker-Spells mehr dann aktivieren. Das heißt, wir machen jetzt erst die Cannon und killen die Rivalry. Ja. Nee. Also wir machen die Cannon, ja. Und räumen die Melo-Sieg weg, ja. Aber wir killen nicht die Rivalry. Wir killen das, wir killen wahrscheinlich das Boofing. Das ist... Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, stimmt. Das ist eigentlich zu gefährlich, das Boofing. Genau. Jetzt haben wir drei, ne? Muss man sicher gehen. Ja. Ja. Also Kunkuri weg und Spoofing weg. Und wenn er jetzt Protokoll machen will, dann muss er dafür den Melo-Sieg von der Hand benutzen. Das darf er, glaube ich, nicht. Ich glaube, Protokoll kann nur vom Feld. Ach stimmt. Ja. Dann können wir eh beliebig Effekten. Ja genau, dann können wir jetzt mit Hayate hauen gehen. Dass sie mal die Lebenspunkte wieder anfangen anzugleichen. Dann Effekt. Dann legen wir mal irgendwas rein. Anker. So. Und jetzt sehen wir ja gleich, ob die Multirolle mitgezählt hat, während sie annulliert war. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Spells wir im Grave haben. 4. Ne, 5. Ja, 5. Ja. Dann gehen wir jetzt in eine Shizuku und sagen Go, weil die Melo-Sieg bringt ihm jetzt nichts. Die hat null Attack. Ja. Wir könnten doch vorher eine Kagari machen, um den Ludo-Enker wieder auf die Hand zu nehmen. Dann haben wir aber keine 5 Spells mehr. Ja, wir können ja wieder einen Friedhof legen. Dann war aber der Kagari-Effekt witzlos. Ja, das ist richtig. Wir haben nur 3 Kagaris und wir haben wenig Zeit. Set Cannon Go. Ja, Set Cannon Go. Natürlich keine Multirolle machen, auch wenn wir sie machen können. Und dann searchen wir eine Wave. Okay, also sie ginge. Ja. Ja, wir haben ja danach dann, wir haben ja, den Afterburner hat die Save mitgezählt. Stimmt. Das heißt, die Probe of Example können wir jetzt nicht machen. Ja, ich denke Wave. Ja, weil die Token sind auch Warrior, von daher. Schnell, Zeit. Nein, nein. Ja, das war jetzt ein bisschen knapp. Das war besser mit früher, wo es, weil wenn die Zeit zu Ende war, einfach dein Zug geendet hat. Ja, da kommst du auch gerade so gut an, Shane. Das war eine Kanone, ne? Ja. Ja, dann ketten wir die mal an. Tschüss, Conquery, dann ist der weg. Stimmt, der hat meistens nur einen. Immer. Wir hatten schon komischere Sachen. Oh nein, wieso wurden wir denn gar nicht gefragt? Ja, yeah, you got it, my friend. Ja, gut. Linkuribu ist Cybers. Der ist Spellcaster. Ich dachte, die wären Cybers. Aber nee, die sind Spellcaster. Nope, Kollege. Ja, der gammelt jetzt auf dem Feld rum. Der liegt da jetzt.
Können wir eigentlich, dann haben wir den. Ja, na klar. Ja, dann haben wir einen Widow-Anchor. Oder Afterburn, dann sind wir die Rivalry los. Nee. Oder warte, müssen wir den sogar nehmen? Weil die Kagari könnte sich ja Negate fangen. Ja, weil er Protokoll machen kann. Ja, dann nehmen wir jetzt den Burner. Dann haben wir halt danach keinen mehr. Aber hilft jetzt nichts. Dann tschüss. Tschüss Melusieg. Marionetta und... tschüss Melusieg und Rivalry. Und dann sollte er auch tot sein. Klar. Müssen wir nicht herrschen. Was soll denn kommen? Ja, es gibt nichts, was... Der Kunkeries raus. Eben. Jo, Glückwunsch. Ja, Ash-Nudeltreiber. Ja, genau. Normal Summon Ash-Nudel. Nudeln! Ja, wir geguckt haben ja noch Wailers. Ja. So, ja. Nudel! Wieso ist der nochmal generic? Fair! Und balanced. Und alles. Mhm. Hallo, Selene. Ja. So eine faire Yu-Gi-Oh!-Karte. Meine Güte. So, aktiviere Selene, Chain Drone. Oder nee, Quatsch, muss man gar nicht. Ich habe schon Blick 3. Ich bin ja blöd. Ja, wir machen jetzt einfach Selene, holen den Wähler, holen den Access Code und dann machen wir die Drohne. So, 1, 2, 3. Oh, wir hatten insgesamt mehr als 8 Spells auf Feld und Friedhöfen. Wer hätte das gedacht? So, jetzt Access Code. Mhm. Target Sylvain. So, jetzt Drohne. Effekt, die Verdeckte kaputt, weil wir es können. Effekt Access Code, die Verdeckte kaputt. Das Protokoll kaputt. Wollte gerade sagen, welche Verdeckte denn bitte? Das Protokoll kaputt. Ja. Banish. Was? Ja. Needlefiber. Der hat seinen Job gemacht. Ja. So, Drohne. Sind wir leider nicht exakt tot mit Access Code. Müssen wir noch einen Linkmonster holen. Mhm. Um eine Kagari. Ich meine, können wir gerade so gut machen. Ja. Ja, klar. Und Anker. Ja, Anker, whatever. Karte. So, jetzt und aber. Bumm! Mächtig gewaltig aufs Maul. Mhm. Für 7-2. Also wäre nicht ganz OTK gewesen, wenn... Hätten wir den... Nee, hätten wir nicht. Also ja, man kann mit Striker gegen den Haufen gewinnen, aber man muss halt in Needlefiber kommen und man muss... Also wir hatten jetzt ziemlich solide und er hatte nicht so solide. Und wir haben genug, um zu verhindern, dass Science solide wird. Ja. Da hat unser Draw ziemlich gut gepasst. Gut. Dann danke an Ragnarok fürs Mitmachen und man sieht sich Freitag. Tschüss.